Ah, wie ich es liebe, die Geräusche aufmarschierender Truppen, die Gewehre, die sie geschultert haben, die Schwerter, die sie bei sich haben. Der Krieg ruft und ich bin natürlich mitten dabei. Ich, das ist Präsident Guyon de Saint-Esprit, der eine der zwei Armeen anführt gegen die Feinde hier in Neu-Portugal. Unsere Truppen marschieren und glücklicherweise ist diese Armee nicht unser Feind. Deswegen sollte dies ein schneller und einfacher Krieg werden. Wir werden versuchen, direkt hier die Armee abzufangen. Diesen Befehl habe ich gegeben. Ja, und wir erhalten die Möglichkeit in Kosa. Wir haben den Yamasee belagert. Ich denke, ich selbst muss nicht mal mehr zur Schlacht dazustoßen. Das schafft schon Raoul de Dampierre alleine. Leider können sie fliehen. Ich hatte mir erhofft, dass er sie vollständig vernichten kann. Nun gut. Wir gehen weiter zur Hauptstadt und haben architektonische Entwicklungen. Unsere Nation durchläuft derzeit eine umfassende Entwicklung auf dem Gebiet der Architektur. Zahlreiche monumentale Gebäude, architektonische Wunder und andere Bauten wie Aquädukte und Schulen werden errichtet. Absolut. Unterstützt diese Entwicklung. Das machen wir. Selbstverständlich. Dafür nehme ich gerne Geld in die Hand. Wir entwickeln Kanada zu einer großen, starken und mächtigen Nation. So, wohin fliehen denn die Feigenhunde? Sie haben neue Truppen zusammengezogen, aber das ist alles nur eine Frage der Zeit. Alabama als Kriegsziel werden wir auch besetzt, natürlich. Und wir versuchen hier die Truppen abzufangen. Und wir haben hier oben eine weitere Kolonie aufgebaut und gehen aber dann doch wieder in den asiatischen Raum tatsächlich. Da es dort noch so viele Möglichkeiten für uns gibt. Und die sollten wir unbedingt ausnutzen. Ja, ich denke, wir machen tatsächlich erstmal hier weiter. Gehen mit unseren Truppen dorthin. Ja, sind hier auf einem ganz kurzen Kurs noch. So. Hier unten wollen sie fliehen mit niedriger Moral. Lassen wir sie glauben, dass sie fliehen können. Und jetzt fangen wir sie ab. Ah, dasselbe haben sie sich wohl auch überlegt. Sie denken, sie können uns jetzt hier abfangen. Sollen sie es versuchen? Wir werden jetzt hier erstmal die portugiesischen Kolonisten besiegen. Und dann marschieren wir schnell dort hoch. Ja, auch wenn die Armee hier untergegangen ist, jagen wir sie. Böswillige Anführer, interessant. Aber wo kommen die hin? Ha, jetzt. Mit dem Trick haben sie nicht gerechnet. Sie haben ihre Pläne geändert, mussten nochmal warten und in dem Zeitpunkt kommt unser Zangenangriff jetzt von zwei Seiten. Die Feinde werden auf jeden Fall vernichtet. Sie haben gar keine andere Chance mehr. So, wir haben hier alles Mögliche belagert und besetzt. Wir brauchen eigentlich dann nur noch die Hauptstadt. Ja, und jetzt vernichten wir sie ein für alle Mal. Vorragend. Hervorragend. So. So habe ich mir das vorgestellt. Ich werde selbst mit meiner Armee jetzt noch nach Süden marschieren. Die letzten verbleibenden feindlichen Truppen vernichten. Sehr schön. Ein paar Kanonen. Was sollen schon ein paar Kanonen ausrichten? Gar nichts. Der Präsident ist da. Der Präsident aus Kanada. So, wir haben alles besetzt. Nur noch die Hauptstadt fehlt.
Wir nehmen mal hier unsere Truppen wieder. Bewegen uns mal nach Norden, nach oben. Und Stabilitätszuwachs. Unsere Entscheidung, den lokalen Magnaten mehr Macht zu geben, hat dafür gesorgt, dass die wichtigen Leute positiv über unsere Regierung denken. Nun erzählten sie allen anderen, wie gut sie regiert werden. Ja, das war unser Ziel. Wir haben einige reiche Magnaten, ja, bestochen und ihnen mehr Macht gegeben und sie unter unsere Fittiche genommen. Ein paar sogar in den Zirkel aufgenommen. Und es lohnt sich, wie ihr seht. Es lohnt sich. Eine Kolonie hier unten ist selbsterhaltend. Damit ist Südafrika in kanadischer Hand. Es gibt jetzt die Zweiteilung. Spanien und Kanada. Aber das ist fürs Erste in Ordnung. Wir haben uns das gesichert, was wir wollten. Wir wollen, wie gesagt, hier weitermachen. Terra Australia, wem gehört das denn? Terra Australia, das ist ein eigenständiger Staat, ehemals spanisch. Ein Vizekönig hat dort die Macht ergriffen. Interessant. Nun gut, wir schauen mal hier. Hier werden wir auf jeden Fall weiter kolonisieren. Eine 10er Entwicklungsprovinz. Davon können wir teilweise in Kanada selbst nur träumen, wenigstens wenn wir nach Westen uns bewegen. Ja, es gibt noch einiges zu kolonisieren, Freunde. Und wir warten jetzt hier noch eigentlich darauf, dass fertig belagert wird. Ah, wir haben noch unseren Malus leider. Dadurch, dass wir jetzt wahrscheinlich erobern, sehr schön, bekommen wir automatisch das, was wir haben möchten. Das ist doch hervorragend. Gut, wir haben nämlich die Hauptstadt erobert von Neu-Portugal. Und ich würde gern, kann ich einfach volle Annexion bitte fordern? Ne, ich muss alles einzeln auswählen. Nun gut, dann soll alles an uns gehen. 156 aggressive Expansion. Uiuiui. Ja, damit ist eine Koalition aus 13 Kolonien, portugiesisch loyal, Louisiana, Neu-Portugal, Karibas und Neuspanien möglich. Das ist ja vollkommen irrelevant. Die sind ja allesamt schwach. Das ist kein Problem. Wobei die Karibas sind schon recht stark, aber ich denke, wir müssten notfalls damit umgehen können. Ja, und 305 Dukaten ist auch nicht schlecht. So, und jetzt könnten... Oh, wir sind kurz davor tatsächlich. Kurz davor wären wir jetzt, hier den globalen Handel fördern zu können. Ein halber Prozentpunkt mehr fehlt uns noch. Vielleicht kann man das jetzt hier nochmal ein bisschen ankurbeln. Müssen wir nochmal kurz schauen. Oh ja, hier 75%. 80%. Vielleicht reicht das schon, ohne dass wir hier noch was machen. Wir sind jetzt aber mittlerweile so groß und mächtig, dass wir von der Großrepublik aufsteigen. Ah nee, dass wir vom, naja, mehr oder weniger Königreich-Rang aufsteigen zum Kaiserreich-Rang. Wir sind jetzt nicht mehr eine Großrepublik, wir sind jetzt eine föderale Republik geworden. Sehr schön. Gallo-romanische Kultur, haben wir jetzt eine Kulturunion. Hervorragend. So, administrativ müssen wir natürlich hier wieder einiges erledigen, aber ja, 39% Ausbreitung, Ausdehnung ist gar nicht so schlimm. Was haben wir denn eigentlich so erobert? Sind da ein paar entwickelte Gebiete dabei? Ja, 19, 12... 13, das ist, ja, 4, naja, das ist nicht so schön. 10 war hier noch dabei, ja. Ich denke, mit der Ausbeute können wir leben. So. Oh ja, wir müssen einmal nach dort hinten. Und diese Armee hier darf mal dort zusammenkommen. Es wird bald wieder einen Rebellenaufstand geben. Meine Spione im Land haben das schon vorher gesehen. Und ich will auch noch eine Manufaktur bauen, vielleicht zwei Stück, ja. Aber wir verdienen ja nach wie vor ganz gutes Geld, das war jetzt gerade falsch, die Anzeige. So. Central Plains, könnten wir was machen? Ja, vielleicht warten wir da trotzdem noch ein bisschen ab. So, unsere Armeen stehen hier auf jeden Fall zusammen.
Wir sind für die Aufstände bereit. Wir haben sehr viel Prestige durch diesen Sieg erhalten. Das ist sehr hervorragend und wir wollen vor allem natürlich hier das beobachten. 79%, 83%. Das steigt leider nur sehr langsam. Oh nein! Das ist doch deutlich weniger wieder geworden, als es ursprünglich war. Schade. Dann werden wir wohl nicht so schnell die Institution fördern können. Wie enttäuschend. Ja, wie gesagt, Zinsen. Ja gut, die monatliche Autonomie zu senken, das wäre schon... Ah, der Rest hier wäre schon sinnvoll wirtschaftlich. Ah ja, vor allem hier Entwicklungskosten. Ja, da sollten wir auf jeden Fall hinkommen, dass wir erst das hier schaffen und danach erst richtig dann los entwickeln werden. Das werden wir tun. Na gut, dann hole ich jetzt mal hier die nächste Idee. Dass wir auch mal vorankommen. Oh nein, und der große Berater Jacques du Valentinois ist gestorben. Wen holen wir? Valeria Albermale. Bei uns können auch Frauen an die Macht kommen, wenn sie die richtigen Einstellungen haben. Zu unseren imperialistischen Gedanken. Die sind gerade im Krieg. Die Briten wahrscheinlich. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir jetzt schon einen Krieg führen? Ich glaube, wir sollten erstmal dafür sorgen, dass hier unsere Kernprovinzen entstehen. Das dauert noch ein bisschen. Wir brauchen ja keine unnötige Überdehnung. Und wir haben hier immer noch unseren Zwischenpuffer, portugiesisch Louisiana, finde ich sehr gut, so zwischen Neuspanien und uns. Denn die Neuspanier mögen uns leider auch nicht besonders, wegen der aggressiven Expansion. Vielleicht sollten wir hier auch nochmal einen Diplomaten hinschicken. Ja, die Caribas, erst standen sie in Neuportugal, jetzt können sie da nicht mehr stehen, weil es kanadisches Eigentum wurde. Ihre Armeen sind recht groß. Oh, wieso haben wir denn jetzt hier unten einen Aufstand? Damit habe ich gar nicht gerechnet, muss ich jetzt gestehen. Und wir haben auch keine Flotte in der Nähe. Wir könnten noch exakt 8000 Truppen rekrutieren. Ist die Frage. Jetzt aus Asien herzufahren, macht glaube ich nicht so viel Sinn. Dann rekrutieren wir doch hier nochmal eine kleine Armee. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sind wir am Truppenlimit? Wir müssen mal was gegen das Truppenlimit machen. Das können wir aber recht einfach, indem wir Regimenter-Camps bauen. Ja gut, die sollen bitte eins bringen. Gehen wir nach oben. So. Das heißt, wir können auch wieder eine größere Armee haben. Dann fällt jetzt zwar die Provinz erstmal an die Aufständischen, aber das Ganze wird zurückerobert. Ja, wir werden wohl dann doch langfristig überall Armeen brauchen. Minderwertiges Eisenerz, verdammt. Wie ärgerlich. So. Eine weitere Armee entsteht hier gerade. Und hier oben gibt es eine weitere Revolte. Unsere Friedenstruppen sind schon unterwegs. Sehr schön. Hervorragende Nachrichten. Geld spielt keine Rolle. Diplomatische Macht nehme ich gerne. Ja, mein Problem war, ich hätte vielleicht doch die administrative Technologie holen sollen. Der globale Handel macht uns wirklich Probleme. So, in Neuspanien haben wir alles versucht, was wir können. So. Meine sehr verehrten Kanadier und Kanadierinnen, ich muss Ihnen leider eine traurige Mitteilung machen. Ich bin der Verwalter des Parlaments. Wir müssen Ihnen leider heute mitteilen, dass unser großartiger Präsident Guillaume de Saint-Esprit gestorben ist. In Ausübung seiner Pflicht bei der Verteidigung unseres Landes gegen innere Invasoren wurde er getötet und es muss eine vorgezogene Wahl geben. Es gibt die Wahlmöglichkeit zwischen Pierre de la Bretonnier, Guy de Aulny und Maurice de Fourny. Und
ja, unser Präsident Guyon de Saint-Esprit konnte sich sehr gut mit Pierre de la Bretonnerie verstehen, weshalb die Familie Esprit diesen Kandidaten tatsächlich ebenfalls unterstützen wird. Und scheinbar ist es so, dass ja, das Volk noch in Trauer um seinen mächtigen und starken Präsidenten diesem Wunsch der Familie nachkommt und eine, ja, manchmal vielleicht sogar etwas knappere Mehrheit als gewünscht durch den Zirkel zur Wahl von Pierre de la Bretonnerie führt, einem Mann, ehemals aus der Bretagne, der mittlerweile auch recht mächtig, groß und ein starker Magnat in Kanada ist. Der neue Präsident. Es ist noch unklar, was für ein Präsident er ist. Er ist ein Gesetzgeber. Er möchte eine spezielle Rechtsprechung aufbauen. Unser Oberhaupt, der Präsident, beabsichtigt, die unzähligen Gesetze und Bräuche in den verschiedenen Teilen unseres Reichs zu verringern, um eine zentralisierte und gerechtere Gesetzreihe zu schaffen. Das heißt, Präsident Pierre de la Bretonnerie setzt ein klein wenig sogar die Pläne seines vorherigen Amtskollegen fort. Er möchte Kanada zentralisieren unter einer starken Hand. Weniger Föderalismus, wie die föderale Republik heißt, mehr Zentralität, mehr Macht auf den Präsidenten, mehr, ja, Autorität, mehr Einfluss. Dadurch wird tatsächlich kein großer politischer Machtwechsel stattfinden. Das liegt am Kandidaten eindeutig. So, ein neuer Rivale muss her. Japan wäre sogar möglich. Und Mutapa, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Eine Erweiterung unserer Kolonien in Afrika. Mutapa ist deutlich schwächer als wir Kanadier und hat einen Vasallen. Tumbuka. Hier. Sie sind sonst mit niemandem verbündet. Sie haben 32.000 Mann, was nicht gerade wenig ist. Aber, ja, das wäre durchaus ebenfalls eine Überlegung wert, gegen Mutapa die Kolonien in Afrika auszubauen. Das Land grundsätzlich, ja, ist teilweise, es gibt ein paar gute Provinzen, der Rest ist nicht ganz so toll. Ja, aber das, die Küste vor allem ist ganz interessant. Wir könnten hier doch sinnvoll vorgehen, denke ich. Vorher müssen wir hier noch ins Südamerika für Recht und Ordnung sorgen. So, in Kanada selbst wird da teilweise der Ruf auch immer lauter, endlich hier wieder nach Westen zu gehen. Aber der nachfolgende Präsident hat auch wieder alles unter Kontrolle. Wir werden Schiffe brauchen, das ist klar. Wir brauchen mehr Transportschiffe hier. Die werden wir mal in Auftrag geben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reichen, denke ich, erstmal. Können wir auch notfalls zweimal fahren. So, wir werden die Truppen mal rüberbringen und wir werden auch wieder den Herrscher als Befehlshaber einsetzen. Sehr schön. Ah, wir können auch noch die Sonntagsschulen einführen. Das machen wir. Das erhöht nochmal unsere Missionarsstärke. Okay, sonst gibt es keine sinnvollen Richtlinien aktuell. Die Kolonien wachsen auch noch alle schön. Hervorragend, hervorragend. Gute Zeiten. Pierre de la Bretonnerie hat sich einen Namen für die künstlerischen Errungenschaften und die blühende Wirtschaft unseres Landes gemacht. Künstler, Philosophen und Poeten kommen in Scharen nach Quebec und die pulsierende Wirtschaft sorgt für Mäzenatentum im großen Stil. Viele architektonische Meisterwerke sind im Bau und prächtige Gärten werden angelegt, um den Reichtum unseres Landes zur Schau zu stellen. Ja, wir nehmen natürlich die Universität, die wir bauen.
So, und hier werden wir jetzt gegen die Nationalisten vorgehen. Ich denke, hier können wir uns jetzt auch mal einen weiteren Conquistador erlauben. Etienne de Luigny. Und wir haben Kernprovinzen erhalten. Hervorragend, die Handelsliga wurde aufgelöst und wir werden, denke ich mal, jetzt auch nochmal den 13 Kolonien den Krieg erklären. Charleston wird unser werden. Das sollte kein langer Krieg werden. Wir werden direkt vielleicht mal hier sogar ein paar Truppen abspalten, zur Hauptstadt schicken. Der Rest darf jetzt hier kämpfen. So. Können wir sie abfangen? Schauen wir mal, ob wir sie abfangen können. Ja. Es gibt eine Revolte. Da darf sich die zweite Armee darum kümmern. Werden wir auf die Hauptstadt zumarschieren. Und hier könnte es zu einer... Aber wir haben 12 leichte Schiffe, das sollte kein Problem sein. Die Seeschlacht müssten wir einfach aufgrund unserer deutlichen Überlegenheit gewinnen. Hier kommt es zur Schlacht. Verfolgen wir die Schlacht. So. Der Präsident selbst kämpft hier. Pierre de la Bretonnerie zeigt, was er kann. Taktisch gut, strategisch nicht so gut, nachdem er einen doppelten Überquerungsmalus in Kauf nimmt. Aber er geht mit voller Stärke vorwärts und gewinnt die Schlacht. Er versucht, die Armee zu verfolgen. Während der Rest hier unten versucht, noch Florida zu belagern. So, und er ist ja auch für Zentralisierung und Vereinheitlichung. Und ja, er lässt ein neues Gesetz, was noch im Gesetzgebungsprozess sich befindet. Aber er ist kurz davor, es zu erlassen. Wenn dieser Krieg vorbei ist, kann er es tun. Und wird dann die Edinevineki auch in das Reich eingliedern. Tja, Inflationsreduktion brauchen wir nicht. Wieso Nasstärke? Aber wir brauchen eigentlich jemanden wieder mit 3. Aber wir haben Stabilität. Aber ich will jetzt auch nicht den rauswerfen, das kostet uns zu viel Geld. Ja, dann nehmen wir dann doch diesen Simon de Trevier. Von mir aus. Wir brauchen die administrative Effizienz. So, die nächsten Rebellen werden hier bekämpft gerade. Und wieso kommt die Armee hier schon wieder? Aber wir können sie erwischen. Ha, leider haben wir jetzt schon wieder eine Revolte. Also die Revolten, obwohl wir 3 Stabilität haben, muss man sagen. Die Revolten lassen leider nicht nach und wir kommen immer nicht rechtzeitig, bevor sie die Provinz besetzen können. Seemänner sind wir, sehr schön. Ah, da unten haben sich auch nochmal neue Truppen der 13 Kolonien rekrutiert. Da werden wir uns direkt drum kümmern. Vorher haben wir noch eine Revolte, die uns aufhält. Du meine Güte, hier eine weitere Schlacht gegen Aufständische, die jetzt ihre Chance hier gekommen sehen haben, während unsere Friedenstruppen hier gegen die 13 Kolonien ziehen, sich gegen uns zu erheben, aber nicht mit uns. Die Schlacht wird sicherlich unser Präsident erfolgreich schlagen. Aber wie das genau ausgehen wird, auch dieser Krieg und wie es dann weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute und auf Wiedersehen.